Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer seriös über ernsthafte Themen diskutieren und debattieren will, der sollte erst einmal parlamentarische Gepflogenheiten einhalten. Der sollte erst einmal Anträge so frühzeitig auch in den parlamentarischen Raum geben, dass wir sie gemeinsam intensiv lesen können, debattieren können und dann auch diskutieren können. Und ganz interessant ist ja, dass gestern Abend über Ihren Antrag, meine Damen und Herren von der AfD, Focus schon berichtete, ich zitiere, AfD provoziert im Bundestag mit schlecht vorbereitetem Antrag gegen Muslime. Es geht dann weiter, Zitat, die AfD-Bundestagsfraktion will am Donnerstag eine Stunde lang über den Islam diskutieren. Die Parlamentarier der übrigen Fraktionen haben aber praktisch keine Chance, sich darauf vorzubereiten. Denn einen Tag vor der Debatte lag der Antrag immer noch nicht vor, Zitat Ende. Das haben Sie wohl auch gelesen, als Sie dann Ihren Antrag noch einmal in der Nacht von gestern auf heute verändert haben. 8.50 Uhr war er dann hochgeladen in der aktuellen Form. 8.50 Uhr vor der aktuellen Debatte. Da würde ich mir doch bitten, ein bisschen parlamentarische Kollegialität, wenn man über ernsthafte Themen reden möchte. Herr Kollege Sensburg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Aber sehr gerne. Anders als bei der AfD mögen wir die Debatte. Verehrter Herr Dr. Sensburg, nun ist es ja so, dass CDU, CSU und SPD selbst auf die Tagesordnung für Punkt 9 einen Antrag zum europäischen Bildungsraum gesetzt haben, der erst gestern gegen 12 Uhr verschickt worden ist. Glauben Sie, dass der Ansatz, den die Union mit ihrer späten Versendung wichtiger Themen, oder halten Sie den europäischen Bildungsraum nicht für ein wichtiges Thema, glauben Sie, dass dieser Ansatz einer späten Versendung bei der Union in irgendeiner Weise besser gerechtfertigt sei als in der AfD? Glauben Sie, dass sich eine Fraktion an parlamentarische Gepflogenheiten halten muss, während im Wesentlichen in diesem Hause, das ist eine große Kritik an alle, Fristen existieren, Gepflogenheiten existieren, die im Wesentlichen in jedem Kreistag besser geregelt sind. Was hier an Anträgen in letzter Minute reinkommt, von allen möglichen Fraktionen, kann nicht mehr sinnvoll bearbeitet werden. Und deswegen meine Frage an Sie. Sie sind ja nun schon länger hier sitzend. Wie bewerten Sie denn diese parlamentarischen Gepflogenheiten, die die Union selbst pflegt? Der Unterschied ist, und das sage ich Ihnen auch als Vorsitzender des Geschäftsführungsausschusses und Mitglied des Ältestenrates, dass wir den von Ihnen erwähnten Antrag in den Ausschüssen intensiv debattiert haben und dass wir den Antrag, der hier jetzt von der AfD eingebracht worden ist, noch nicht mal gestern im Rechtsausschuss bei den Mitgliedern Ihrer Fraktion im Rechtsausschuss bekannt war. Da können Sie nicht den Kopf schütteln. Ich habe gestern im Rechtsausschuss die Frage gestellt, ob die Mitglieder der AfD im Rechtsausschuss am gestrigen Mittwoch den Antrag der AfD kennen, ob sie etwas dazu sagen können, weil ich hätte ihn gerne gehabt als Redner heute. Da haben Ihre Fraktionsmitglieder im Rechtsausschuss gesagt, dass sie ihn nicht kennen. Also von daher, der Unterschied ist schon sehr deutlich. Im Ältestenrat diskutieren wir regelmäßig über die verspätet eingereichten Anträge der AfD. In der Presse können Sie inzwischen nachlesen, dass es anscheinend Methode hat. Vielleicht denken Sie doch einmal über Ihre Praxis nach. Wir alle denken über die Praxis nach, dass wir die Gepflogenheiten einhalten, 24 Stunden vor der Debatte. Aber 8.50 Uhr am heutigen Morgen sind nicht 24 Stunden und rechtfertigt, glaube ich, auch nicht dieses ernsthafte Thema. Herr Kollege Sensburg, der Kollege Noripur möchte auch noch eine Zwischenfrage stellen. Gerne, gerne. Ich habe halt Kollege so viele Noripur. Zwischenfragen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Sensburg, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Als einer, der sich persönlich hier sehr betroffen fühlt von den Worten auch des Kollegen, der das Gefühl hat, um es jetzt mal in seinen Worten zu sagen, es kann sein, dass einzelne AfD-Mitglieder so tun, also würden sie zum Grundgesetz stehen. Die AfD an und für sich steht nicht zum Grundgesetz. Habe ich zwei Fragen, die wir ihm hier nicht stellen konnten. Die erste ist, war die ganze Zeit die Rede von der Scharia. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist, dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können und die nicht, die eben nicht. Aber es gibt zahlreiche Arten von Scharia. Und ich frage mich, ob er die Reklamausgabe meint oder was er meint, wenn er Scharia sagt. Wissen Sie, wovon er redet?
Und die zweite Frage ist, die Geschichte des Islams ist eine ganz lange Geschichte von Interpretationsmöglichkeiten. Und es gab bis Ende des 19. Jahrhunderts unter jedem Gutachten immer einen Satz, der hieß, wie es aber wirklich ist, weiß nicht der Mensch, sondern nur der Gott der Gläubigen. Jetzt gibt es zwei Gruppen, die ausschließlich auf eine einzige Art und Weise der Interpretation rekurrieren. Das sind die Islamisten und das ist die AfD. Glauben Sie auch, dass die AfD eigentlich das Spiel der Islamisten spielt und dass sie einander brauchen? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zwischenfrage. Und ich habe mich bei dem Antrag, als ich ihn gelesen habe, den ersten gestern Abend, heute Morgen auch noch einmal, auch gefragt, was ist die Zielrichtung? Es wird weitgehend vermengt, durcheinander geworfen, es wird Angst geschürt, es werden auch die unterschiedlichen Formen des Islam, seines Sunniten, Schiiten, Alawiten, Aleviten, all das gar nicht differenziert. Das wäre ja so, als würde man bei der AfD sagen, alle sind rechtsradikal, alle sind rechtsextrem. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nicht der Fall. Auch bei Ihnen gibt es zahlreiche Vernünftige, die wahrscheinlich mit den anderen gar nicht in einen Topf geworfen werden wollen. Da wird man sicherlich auch bei der AfD der Meinung sein, mit dem einen oder anderen möchte ich nicht gleichgesetzt werden, wenn ich Ihre unterschiedlichen Debatten in der Fraktion erlebe. Also von daher, alles zusammenzuwerfen, zu vermengen, ist grundsätzlich falsch. Und wenn ich dann noch sehe, dass der Antrag der AfD eigentlich der alten Partei, wenn ich mal Ihren Altersdurchschnitt sehe, wenn ich Ihre politische Erfahrung sehe in früheren Parteien, Sie sind ja politisch erfahren, völlig inhaltslos ist, formal zu spät und Sie beantragen, Zitat Ihres Antrags, geeignete Maßnahmen sollen ergriffen werden von im Koran enthaltenen gesetzwidrigen Inhalten und Aufrufe, um diese zu unterbinden. Also von daher, wir reden von einem religiösen Schriftstück aus dem 6., 7. Jahrhundert. So undifferenziert etwas zu beantragen, ich habe eben mal dazwischen gerufen, sollen jetzt hier Textpassagen geschwärzt werden oder was stellen Sie sich vor? Das zeigt schon, meine Damen und Herren, dass Ihr Antrag überhaupt nicht debattenfähig ist. Danke also für die Zwischenfrage. Die AfD hätte ja übrigens in den vergangenen Jahren Lösungsansätze bieten können. Da ist nicht viel gekommen seit 2014. Ich habe mal Ihre unterschiedlichen Anträge rausgesucht. Hamburg zur Paralleljustiz 2016, Berlin 2017 zum islamischen Religionsunterricht. Der Antrag ist übrigens in weiten Teilen wortgleich mit diesem Antrag. Sie können das ja mal vergleichen. Dann einen zum islamischen Jugendzentrum Berlin 2018 und einen zur Parallelgesellschaft in NRW aus dem Jahre 2018. Das war's. Mehr habe ich bei Ihnen nicht gefunden. Und Sie selbst nennen in Ihrem Antrag doch, was man machen könnte. Sie nennen die Paragraphen, die wir haben, die auch greifen. Paragraf 111 steht in Ihrem Antrag, öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Paragraf 126 steht in Ihrem Antrag, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Paragraf 185 steht in Ihrem Antrag, Beleidigung. Paragraf 130, Volksverhetzung. Paragraf 172, Doppelehe, steht alles in Ihrem Antrag. Das Instrumentarium, das, was wir haben, das greift, das funktioniert. Und Sie haben selbst ja in Ihrem Antrag beschrieben, das ist ja das Schräge. Und wenn Kollege Dr. Curio von diesen Strafbarkeiten redet, dann hat er sie ja auch gesehen im eigenen Antrag und dann weiß er auch, wir haben das strafrechtliche Instrumentarium, um hier dagegen zu wirken. Und wir können auch über weitere Dinge reden. Die CDU hat das Thema ja schon viel, viel länger als Sie auf dem Schirm, CDU und CSU gemeinsam. Das sind zum Beispiel, ja hören Sie doch mal zu, Sie verstehen es doch sonst gar nicht. Es sind zum Beispiel Fragen der Abschöpfung bei Scharia-Richtern, wie wir die Geldzahlungen, die zum Beispiel im Clan-Bereich dann gezahlt werden, wie wir die abschöpfen können. Wir haben in den letzten Jahren eine Vielzahl von Vereinsverboten gestützt auf die rechtlichen Grundlagen gehabt. Ich kann sie Ihnen gar nicht vorlesen, weil meine Zeit zu kurz ist. Ich fange nur mal 2012 an. Wir haben Milatu Ibrahim verboten, unanfechtbar geworden. Wir haben Dawa FFM, einschließlich der Teilorganisation Internationaler Jugendverein Dar al-Shabaab e.V. verboten, 2013. An-Nusra, 2013. Dawa Team Islamische Audios, 2013. Waisenkinderprojekt Libanon e.V., 2014, wahlverfassungswidrig. Islamistischer Staat, 2014. Tawhid Germany, 2015. Die wahre Religion, DWR, 2016. Also das Instrumentarium wirkt. Wir könnten auch noch viel weiter gehen und auch das machen wir in NRW beispielsweise mit dem Projekt Wegweiser. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
vielleicht die Kollegen aus NRW, wo wir versuchen, sehr frühzeitig der Radikalisierung entgegenzuwirken. Das sind Maßnahmen, die bringen etwas. Nicht Spaltung, nicht Polarisierung, nicht blinder Populismus und gegen Religion wettern. Maßnahmen bringen. Und was hat die CDU in den letzten Jahren gemacht? Ein Fraktionskongress im Jahre 2012, da haben sich die meisten von Ihnen mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt, zum Thema islamistische Paralleljustiz in Deutschland, eine Herausforderung für den Rechtsstaat. Wir hatten im Jahre 2012 eine eigene Haushaltsstelle im Haushalt des Bundesministeriums der Justiz, die sich mit dem Phänomen Paralleljustiz beschäftigt hat. 2016 ein weiterer Fraktionskongress, im Koalitionsvertrag festgehalten, illegale Paralleljustiz werden wir nicht dulden, auf Seite 133. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich informieren wollen, weil meine Redezeit ist jetzt zu Ende, lesen Sie Aufsätze von mir nach zu neuen Kriminalitätsphänomenen im Zeichen der Parallelgesellschaft. Das ist Deutsche Richterzeitung 2016, zur Parallelgesellschaft 2015. Meine Damen und Herren von der AfD, so ein Antrag geht nicht. Arbeiten Sie im Parlament mit. Seien Sie seriös mit Ihren Antragen, wenn es wirklich um ernste Themen geht. Spalten Sie nicht das Land, sondern arbeiten Sie gemeinsam an Lösungen mit, zumindest die von Ihnen, die das wollen. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jürgen Martens, FDP.